werde jetzt mit meiner Schwester einen Kaffee lernen gehen. Vielleicht bin ich dann ein bisschen motivierter, weil heute ist schon wieder relativ grau draußen und so. Und da schreibe ich dann weiter an meinen Lernzettel. Und nachher kann ich das dann lernen zu Hause. Guten Morgen, wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Gestern habe ich nämlich nur noch gelernt gehabt, deswegen habe ich mich da auch gar nicht mehr gemeldet. Und zwar bin ich hier jetzt gerade schon an meinem Laptop. Ich werde jetzt nämlich einen Probetest schreiben, weil bei uns gibt es bei so Online-Tests, das sind so Multiple-Choice-Tests, gibt es immer Probetests, die man schreiben kann. Die kann ich alle 2 Stunden schreiben. Und genau, jetzt werde ich halt so einen schreiben, weil dann 2 Stunden kann ich eh nichts machen und dann mache ich das lieber zuerst und esse dann was und sowas alles danach. Dann habe ich schon mal einen hinter mir für heute, weil ich finde, die helfen total, um halt sich einen Überblick zu verschaffen, was da für Fragen kommen könnten. Und manchmal kommen sogar auch fast die gleichen Fragen. Deswegen finde ich das ganz geil. Ich glaube, es gibt da nicht mal eine Anzahl, wie viele man höchstens machen kann, aber ich mache jetzt auch nicht so unendlich viele. Also ich mache meistens so, weiß ich gar nicht, höchstens 5 oder so, glaube ich. Und am Ende kommt halt auch so das Testergebnis quasi, also wie viel Prozent man hat. Es steht zwar keine genaue Note da, aber man kann sich das ja ausrechnen. Und genau, dann steht halt auch da, ob man es bestanden hätte generell. Deswegen mache ich das jetzt mal. Ich esse jetzt noch einen kleinen Riegel. Ja, also ich habe halt eben schon viel Wasser getrunken. Aber wenn ich jetzt gar nichts esse, dann kriege ich ein bisschen Kopfweh. Kommt schon geil. Genau, mein bester Versuch. Ich habe auch nur einen Versuch gemacht bis jetzt. Man nämlich über 70% der Fragen richtig. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. So, ich mache mir jetzt erstmal Frühstück. Ich habe mir nämlich Süßkartoffeln gekauft gehabt, weil ich richtig Bock hatte auf so Süßkartoffelbrote quasi mit Avocado. Und dann mache ich, glaube ich, dazu, damit ich ein bisschen Proteine zu mir nehme, noch Tofu. Also hier habe ich schon mal die Süßkartoffeln, die müssen natürlich als allererstes waschen und schneiden. Ich steche da meistens einfach mit einer Gabel rein, um zu schauen, ob die so weich genug sind. Das sind die jetzt auf jeden Fall. Und dann brate ich die hier direkt mal. Ich finde, es sieht ultra geil aus. Ich habe jetzt einfach noch ein bisschen so Tofu halt angebraten als Tofu Scramble und dann noch so Guacamole gemacht. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Essen, finde ich. Ich esse es meistens eher so als Brunch, weil es schon sehr füllend ist. Aber genau, das werde ich mir jetzt erstmal schmecken lassen und dann werde ich erstmal noch ein bisschen lernen und dann kann ich wieder einen Test schreiben. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen gelernt und mir das alles nochmal angeschaut. Aber ich glaube, zu viel ist jetzt auch nicht gut und wenn ich es jetzt nicht weiß, dann weiß ich es halt nicht, dann ist es halt so. Deswegen, ich werde es jetzt gleich schreiben, weil sonst werde ich wirklich richtig verrückt, wenn ich jetzt noch länger warte. Genau. Ich habe auch schon meinen Laptop und alles bereit und genau, ich habe höchstens 60 Minuten Zeit dafür, aber eigentlich jetzt bei den Probetests habe ich auch nur so 20 oder 30 Minuten gebraucht. Weil irgendwie, finde ich, ist es generell beim Multiple-Choice-Vorlauf so, also wenn man es weiß, weiß man es und wenn nicht, fällt es mir auch nicht plötzlich ein oder so. Deswegen, ja, keine Ahnung, kreuze ich das immer direkt an und dann gebe ich es halt irgendwann ab. Genau, ich bin auf jeden Fall ein bisschen nervös. Ich habe generell voll die Prüfungsangst und so, deswegen, ja, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Ist auf jeden Fall auch schon besser geworden und ja, es wird schon. Ich bin jetzt fertig mit dem Test. Und habe ihn jetzt auch schon abgegeben und man kriegt bei uns auch bei den Tests immer direkt die Note, weil es nicht richtige Klausuren sind, sondern so Multiple-Choice-Tests halt eben. Aber so vom Umfang her ist es eigentlich wie eine Klausur, deswegen ist es auch so eine von den Prüfungsformen, wie das Modul dann abgefragt wird. Aber auf jeden Fall bin ich richtig froh, dass ich es jetzt um habe, weil das war so stressig die ganze Zeit, weil ich eigentlich ja in dem Modul sogar schon eine einzelne Arbeit geschrieben hatte. Die nicht abgeben konnte und so. Und ach, es war so stressig alles. Ich bin so froh, dass es jetzt vorbei ist, weil jetzt kann ich endlich dann ganz neue Module machen. Und ja, das hat mich richtig happy gemacht, weil meine Note war auch viel besser jetzt, als ich gedacht hätte, weil meine Probetests irgendwie viel schlechter waren von der Bewertung her und so. Und das war jetzt eigentlich echt voll gut. Habe ich mich richtig gefreut gerade. Und jetzt gehe ich auf jeden Fall auf einen kleinen Podcast-Walk. Ein bisschen frische Luft tut mir, glaube ich, auch ganz gut. Und die Sonne kommt auch ab und zu raus. Und ja.
glaube, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin, dass ich diese Prüfung endlich um habe. Es war so unfassbar stressig die ganze Zeit, so innerlich einfach. Und ich hatte vorhin den schönen Walk draußen noch, habe ein bisschen so meinen Podcast gehört. Ich kann den euch hier irgendwo auch mal einblenden. Den mag ich momentan echt gerne, da höre ich voll oft zur Folge von an. Ich habe jetzt hier so voll schön so eine Kerze noch kurz angemacht. Ist richtig gemütlich. Und werde jetzt eine Runde lesen, weil irgendwie hatte ich da auch nicht so viel Zeit für. Aber will ich wieder viel, viel mehr integrieren, weil ich finde Lesen einfach so entspannt und das tut so gut, wenn man so mal so voll ein, zwei Stunden so gar nicht irgendwie abgelenkt ist von seinem Handy oder irgendwelchen Nachrichten oder irgendwas.